Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von LP Freerider 16. Und ja, wie ihr selber seht, sind wir hier wieder bei Hero Zero und nach langer Zeit mal wieder ein Video. Wie bereits beim letzten Shakes and Fidget Video gesagt, ja, durch technische Probleme hat es eben keine Videos gegeben. So, jetzt sind wir aber hier. Mal Hero Zero Video. Es sollte zwar erst am Donnerstag kommen, also nächste Woche, aber ich mache es eben heute schon. Ja, wie ihr seht, ich bin hier auf S3. Einfacher Schurkenjäger ist mein Rang und haben wir 17 Skillpunkte zu verskillen. Die werde ich dann auf Konditionen machen, weil ich hier am wenigsten habe. Also mache ich eigentlich meistens so. Wenn ich irgendwo am wenigsten habe, dann skill ich einfach das rauf. So, in der... Ja, im Team... bin ich Berater geworden. Ja, genau. Ich habe angefragt, ob ich Berater werden kann. Er hat sofort ja gesagt. Und ich sollte ein paar Spieler vorstellen. Und zwar hier Benny 9000. Ist der Beste, der ist auch ein Abonnent von mir. Dann hier Kackklo 111, hat auch schon ein bisschen gespendet. Er hat 2600 Donuts, hier ist nichts gespendet. Skywalker, okay. Lucy 2 Donuts, ist auch schon für 144. Skylinder 125.000 Münzen, okay. Ich einfach nur 27.000 Münzen bis jetzt. Und Sippy oder Supi, ich glaube schon Sippy, 111 Donuts. Und okay, da kann man... Genau, eines, was mir bei Hero Zero auch aufgefallen ist, oder beziehungsweise was ich gut finde, ist, und zwar, man sieht genau, wann jemand zum letzten Mal online war, zum Beispiel jetzt, vor wenigen Minuten, und er hier am 27. Da kann man genau herausfinden, wer aktiv ist und inaktiv, so wie ich. Ich bin gerade online, wie es hier unten steht. Gefällt mir. Aber jetzt gehen wir einfach zurück hier. Was will ich heute machen? Wie üblich Sondereinsätze, Kämpfe, paar Missionen, also Heldentaten. Und da würde ich gleich mal sagen, schauen wir in mein Inventar. Hier habe ich eine fette Kaffee-Vollautomat des Bohren Koffeins, also so eine Kaffeemaschine. Eine wirklich Hightech-Maschine. Dann hier, Kaffeemaschine des starken Muntermachers. Ich würde sagen, eine Stufe darunter und ganz darunter Kaffeemaschine der dünnen Blöre. Muss ich kurz schauen, minus 6 verkaufe ich also. Oder nee, kann ich hier rein in die Waschmaschine oder in die Nähmaschine umnähen für 1300. Ist glaube ich auch eine Mission. Werde ich aber danach später dazu kommen, hier gleich, wie die Maschine. Aber natürlich haue ich die bessere rein, so die Kaffeemaschine kann ich jetzt auch wegmachen. Und wie ich schon vorher gesagt habe, hier habe ich zum Beispiel, behalte ich mir die Schuhe, damit ich dann wirklich winterlich ausgerüstet bin, also wenn ich es will. Hier zum Beispiel das Tuch ist minus 15, kann ich zum Beispiel verkaufen. Und hier minus 59, das habe ich eigentlich nur für die Videos aufbewahrt. Einfach zu sehen, dass ich so etwas habe. Oh, hier haben wir auch noch einen Anzug. Zurück. Die Mütze. Okay, jetzt habe ich zwei Mützen. Minus 51, minus 35. Verkaufe ich die. Und dann habe ich hier schon mal einen halben Sandman. Hier habe ich die epischen Gegenstände, also auf der zweiten Seite. Und ganz vorne einfach die normalen, aber hier kann ich die epischen zurückhauen. Und da, genau, das ist auch noch weihnachtsmäßig. Und dann haue ich noch die Kaffeemaschine zurück. So. Ich habe 200 Energie gemacht, wie man hier sehen kann. Training habe ich auch schon fertig. Und dann würde ich sagen, kurz das Team ist okay. Neue Ware, ja, wie man schon sieht, wieder zwei Gegenstände.
Also winterlich plus 5. Ist das mir wert? Plus 5? Eher nicht. Plus 27, also. Plus 7. Boah, aber plus 27 muss ich kaufen für 4 Donuts, leider, aber. Das ist einfach so Hammer. Ja, dann hätten wir das. Okay, dann gehe ich mal in die Heldendaten. Habe ich 4 Belohnungen. Beenden. Ein Donut. Dann 638 Münzen. 2400 Erfahrung. Und ein Gegenstand plus 2. Okay. Ah, gegen die Kaffeemaschine. Ja, die hau ich rein. Wow, es leckt irgendwie ein wenig. Okay, das könnte daran liegen, da ich so viel Speicher momentan verwende für die Videos. Ich habe 111 GB in einem Ordner von mir, also das ist ziemlich viel. Werde ich dann mal auf eine externe Festplatte speichern, damit das Videomaterial vorhanden bleibt. So, Schuhe zum Nähen. Wie machen wir es? Ich würde sagen, einfach so rote Sneakers. So. Dann gehe ich mal zu den Helmdaten. Also 25 Ware erneuern. Oder pro Tag Ware erneuern. Das werde ich jetzt nicht machen, weil ich zu wenig Donuts habe. 25 Duelle pro Tag gekämpft. Könnte ich beim nächsten Video machen. Also, dass ich mal pro Tag gekämpft. Also das ist eigentlich nicht viel. Kann ich beim nächsten Video machen. Dann 9 von 10 Gegenstände gewaschen. Das werde ich jetzt machen. Nur Kraft. Dann haue ich die hier rein in die Waschmaschine. Einmal ist gratis schleudern. Dann kostet es einen Donut. Und was bekommen wir? 3 Fähigkeitspunkte. Danke. Und dann wieder schauen. Okay, 95 Angebote eingeholt. Das werde ich dann beim nächsten Hero Zero Video machen. Denn pro Tag einmal erneuern. Okay, 5 Tage. Dann würde sich das bis zum nächsten Video ungefähr ausgehen. Okay. Und hier 10 von 15 mal gewaschen. 93 schwere Gegner besiegt, wird wahrscheinlich bis zum nächsten Mal auch passieren. 28 von 50 Gegenstände umgenäht, kann ich machen, werde ich aber jetzt nicht. Teamkämpfe werden bis zum nächsten Mal auch wahrscheinlich kommen. Schurken, ja, momentan habe ich in letzter Zeit keinen mehr gesehen. Dann trainieren tue ich eh immer. Und dann so bei der Mission brauche ich jetzt nicht schauen, die kann ich nicht machen. 292 Duelle, also 272 Duelle, meine ich. 250.000 Münzen pro Tag ausgegeben, das werde ich jetzt da machen. Ja. Also, da werde ich gleich mal ein wenig skillen. Denn das, ja, ich habe 1 Million. Und das geht dann wirklich ab. Also, da schaue ich einfach, dass ich über 1000, also dass ich hier über 1000 komme. Vielleicht dann ein Gegenstand in die Waschmaschine für ein Donut. So, jetzt habe ich da mal 250 ausgegeben. Danke. Und das nächste wird sein 500.000 pro Tag. Okay. Minus 1, schade. Oder minus 2, nee, minus 1. Egal, ich werde so und so skillen. Also die 500.000 werde ich wahrscheinlich heute auch zusammenbekommen. Und die 750.000 und dann 1 Million. Mal sehen, ob es klappt. Ich hoffe. Sonst sieht's nicht so rosig aus. Also, wie ihr selber seht, habe ich hier sehr viel zusammengespart. Einfach für das Video. Gegenstände aufbewahrt.
Okay, jetzt müsste dann langsam. Ja, jetzt. 500.002 Donuts, danke. Natürlich würden jetzt manche sagen, ja, wieso kriegst du nicht etwas, das wo billiger ist, zum Beispiel hier. Kann ich machen, aber ich mache es einfach hier, weil es einfach Spaß macht, weil die Grundbasis oder hier, wie man sieht, 357 Grundfähigkeit und hier oben 269. Okay, könnte ich eigentlich rein theoretisch rauf machen. Wäre sogar besser, also ich schaue einfach jetzt, dass ich ungefähr alles gleich habe, so von der Grundfähigkeit her. Und dann wird das schon klappen. Und wenn man hier so meinen Charakter ansieht, sieht er ziemlich winterlich aus. So mit dem Cape hier oder mit dem Anzug. Ah, bis auf die Schuhe. Da hätte ich zwar jetzt so Schuhe, aber das würde sich nichts bringen. 308, 400, 346, ja, da müsste ich rein theoretisch die Kraft anheben, aber wenn man jetzt bei der Rangliste schaut, Top 10, ach, schade, das ladet irgendwie lang. Top 10, Delphi, boah, die ersten sind fast alle online, bis auf 2, Delphi, wenn man die hier anschaut, die skillt eigentlich da so Kondition und Grips oder Ausdauer und Grips. Und das werde ich dann späterhin auch machen. Ja. Aber jetzt momentan werde ich einfach hier das so weitermachen und dann späterhin, wenn ich einfach besser bin. Oder was ist die für ein Level? 286, okay, ja, das sieht schon nicht schlecht aus, muss ich sagen. Und jetzt dürfte ich auch bald fertig sein. Und dann können wir gleich mal mit den Sondereinsätzen starten, beziehungsweise Kämpfe. Ja, einfach mal sehen, was auf uns zukommt, aber ja. Jetzt 1 Million am Tag ausgegeben, danke. Und wieder die coole Kaffeemaschine kann ich gleich verkaufen. Dein Held noch das letzte skillen. Das hart ersparte Gold. Genau, bei den verpassten Kämpfen. Es wird bis zu 99 gespeichert. Und wie man hier sieht, ich habe 28 mal gewonnen und 71 mal verloren. Hört sich ziemlich schrecklich an, aber ich habe insgesamt 845 Ehre gewonnen. Also, ich brauche gar nichts machen. Die Ehre kommt alleine zu mir. Jetzt kann ich mal so einen Spaß halber angreifen, gewinne, bekomme eine 20 Ehre, okay, 84 und 15.000 Ehre erreicht. Danke. Vielleicht, wenn ich noch einen angreife, vielleicht auch 16.000 Ehre. Normalerweise, wenn ich so einen Gegner habe, dann farm ich den richtig ab, aber wir sind ja nicht so. Ja, den würde ich auch richtig abfarmen, aber naja. Schuhe auch minus 1. Schade. Aber jetzt gehen wir wirklich zu den Sondereinsätzen. Stufe 100, nee, das lasse ich lieber. Hier Stufe 93. Danke für das Geschenk. Stufe 100. Eieiei. Mache ich lieber zuerst den hier. Der ist natürlich auch schon Stufe 100. Muss ich schauen, ob ich das meinem LP Freerider 16 zumuten kann, aber 125. Mal schauen.
Und der ist Stufe 95, danke. Leichter Gegner. Okay, ich sage nicht mehr leichter Gegner, denn das klingt dann irgendwie. Wow, also da bin ich jetzt echt sprachlos, dass der mich jetzt so weggefetzt hat. Wow. Aber egal, mache ich jetzt mal den Stufe 100 und den haben wir geschafft. Yes, Sonneinsatz beendet. Und was bekommen wir? 18.000 Erfahrung. Danke. Plus 3. Und rein in den sexy Anzug. Okay, minus 3, das ist minus 26. Den kann ich verkaufen. Ja, verkaufen. Und dann den ersten rein ins dritte. Ja, genau so. Dann 6.000. Ah, kann ich gar nicht skillen. Schade. Ja, starten wir einfach mal den Spezial- oder Sondereinsatz. Stufe 105 und... Ja, leck mich. 175. Dann gehe ich einfach wieder zu der letzten zurück. Da auch plus 6, also den muss ich mir jetzt mal anschauen. Also ich müsste mal ausweichen, denn dann hätte ich noch eine geringe Chance. Oder ich fetz den jetzt weg. Yes! Geschafft! Wow! WTF! Und leider, das Cape muss weg. Aber so cool, so richtig schnieke Anzug, so ein richtig geiles Cape und ein Bart. Der Bart. Und die Mütze, der Bart und die Mütze. Sehr gut. Und hier auch Stufe 100, den werden wir jetzt riskieren. Oh, sorry. Noch kurz mal laden. So, also. Das ist mir auch schon beim letzten Video passiert. Ich weiß auch nicht wieso. Aber diese Touristengruppe, die müsste ich doch normalerweise im Weg rocken. Ah, sie sind ausgewichen. Schade. Und jetzt muss ich ausweichen. Ah, und. Yes! Geschafft. Secondhand Shop. Und verkaufen. Dann einmal skillen. Und jetzt suche ich mir einfach den hier aus, Stufe 102. Den schaffe ich aber. Den will ich schaffen einfach. Ja, sorry, gerade voll auf den Tisch gehämmert. Durch die Erleichterung würde ich sagen. Und den 104. Hätte ich da jetzt das angehabt, dann hätte ich ihn besiegt. Komm schon. Also da sind mir die Donuts wirklich wert und da schaffen wir es wieder. Yes. 22 dazu. Danke. Und der ist jetzt Stufe 106. Und der ganz vorne ist Stufe 108. Oh, Booster. Und der ganz hinten ist Stufe 104, oder? Und da probieren wir noch einmal. Schade, aber fast ein Level ab. Und da gehe ich mal in die Arbeit. Ja, 12 Stunden müssten eigentlich. Nee, 12 Stunden nicht. Ich nehme 8 Stunden. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zu S4. Ja, bei S4 sieht es eigentlich so aus. Relativ gut. Habe auch wieder Gegenstände gesammelt für euch. Und genau wie die Kämpfe unten oder die Heldendaten. Habe auch wieder ein wenig Geld zusammengespart. Hier plus 2, aber das lege ich nicht rein, weil irgendwie das Cape sehr gut aussieht.
Hier habe ich die epischen Sachen ganz hinten. Die werde ich mir auch behalten, denn die sehen cool aus. Aber so wie der magische Klobremsel oder wie der heißt, oder den magischen Lippenstift, werde ich verkaufen. So wie der magische Gürtel. Ja, die heißen alle magisch. Oder das magische Logo, Lokomotive. Verkaufen. Verkaufen. Und da haben wir ein paar Sondereinsätze oder beziehungsweise Heldendaten gemeistert. 10-mal Ware, also 10-mal pro Tag Ware erneuert. Das werden wir jetzt machen. Wie bereits gesagt, die habe ich auch. Ja, nicht wie bereits gesagt, sondern da habe ich einfach auch 200 Energie gemacht und das Training. Plus 15 ist schon gekauft, also. Plus 19 ein Donut, ja, das ist es mir einfach wert. Plus 48, 9 Donuts. Ja, die kaufe ich jetzt. Das ist mir eigentlich relativ egal. Das kaufe ich. Oder der magische Föhn wird verkauft. Der magische Umhang, so. Dann zweimal erneuert. Dreimal erneuert. Plus 4. Ja, die kaufe ich mir auch. So, und das ins zweite rein. Fünfmal erneuert. Vielleicht kommt der. Ja, sehr gut. Gürtel wieder verkauft. Sechsmal erneuert, oder? Fünfmal erst. So, jetzt das sechste Mal. Bademantel her. Siebte Mal, ja, also wie man hier schon sieht, also es gibt doch noch Sachen, die man verbessern kann, und ich mache eigentlich das rein theoretisch nur aus den Heldendaten, sonst würde ich das nicht machen, aber das wisst ihr selber. Plus 17, 4 Donuts, das ist es mir einfach wert, muss ich einfach sagen. Da schaue ich nicht lange zu. Da werde ich es einfach machen. Und hier plus 10. Da gehen zwar die Donuts richtig flöten, aber wenn man schon so eine geile Vorlage bekommt, dann muss man das einfach ausnützen. Und so wie hier. Über 800, danke, auch wieder dazu bekommen. Jetzt probiere ich einfach auf 900, dann bekomme ich wieder eine Heldendart. Das weiß ich genau. Und ja, wie man sieht, ich bin in der Spinnerbande, habe circa, oh, gleich mal 12.000 Ehre. Das werde ich dann auch noch machen. Dann werde ich wahrscheinlich auch wieder eine Heldendart bekommen oder erfüllt haben werden sein. Ja, dann mache ich das kurz noch auf 900. Ich könnte mal oben bleiben probieren, geht aber nicht. Und dann, ja, was mache ich dann noch kurz überlegen? Ja, das sehen wir einfach schon. Also da mache ich jetzt über 900. Dann ist mal mein LP Freerider 16 so richtig ausgestattet. Danke. Beenden. 500 Münzen pro Tag. Und ich könnte die 750.000 auch knacken. Aber zuerst hier. Wieder verpasste Kämpfe. 26 Mal gewonnen. 73 Mal verloren. Und insgesamt 1234. Coole Zahl. Ehre gewonnen. Jetzt probiere ich mal den. Ich hoffe, ich gewinne. Ja, und da dürfte ich jetzt. Ne, noch ein. Okay, dann eben die hier. Da ist er down. Ich bin über 12.000 Ehre.
Und wieder plus 15. Also jetzt ist er wirklich top ausgestattet. Also jetzt kann man nichts meckern. Und da haben wir alles über 1000. Yes. Gegenstand, Secondhand Shop, fair. Den verkaufe ich jetzt. Und dann gehe ich mal nur freigeschaltete. 53 Duelle verloren. 9 von 10 Gegenständen, die Waschmaschine. So, die haue ich jetzt einfach mal rein, schleudern. Das ist mir relativ egal, hauptsächlich ich habe diese Heldentat erledigt. Dann sind sie eingeholt. Neu 12, okay. Ja, das passt schon. Dann werde ich einfach weiter skillen. Und dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich das Ganze verskillt habe, noch die Heldentat fertig haben. 750.000 am Tag ausgegeben. Kann ich mir vorstellen, hier werde ich auf 1050 raufgehen. Da auch noch. Sehr gut. Wo ist das mit dem Geld? Ach so, von 1 Million. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Den rock ich locker weg. Danke. Rauf. Danke. Den habe ich auch noch leicht weg gemacht. Und jetzt muss ich aber schon weiterschauen. Den hier, Stufe 88. Hey, komm. Ich habe so eine fette Ausrüstung, ja. Danke. Und hier sind wir Stufe 100. Nee. Dann mache ich den lieber Stufe 90 plus 12. Okay, einmal noch. Ja, das lasse ich jetzt hier mit. Sonst verschwende ich hier meine ganzen Donuts, dass ich bereits heute schon gemacht habe, aber für euch mache ich das gerne, ja. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ja, wir sehen uns einfach bei einem weiteren Video von LP Freerider 16. Ciao!